Schönen guten Morgen. Morgen. Es ist Sonntag und wie soll es anders sein? Der Tag macht dem Namen alle Ehre. Es ist super sonnig draußen. Wir sagen schon die ganze Zeit, Mensch, hätte es nicht gestern so sein können. Aber Tja, man ist so, kann wie sich es das ist. leider nicht aussuchen. Aber wir haben jetzt kurzfristig unseren Plan nochmal geändert. Eigentlich wollten wir heute dann nur rumschlonzen und dann quasi nachher zum Flughafen fahren. Jetzt haben wir gesagt, okay, wir ziehen durch, ja, und stehen relativ zeitig auf, gehen jetzt frühstücken und danach fahren wir jetzt noch mal in eine Ecke von Prag, wo wir quasi noch nicht waren. Einfach auf ein Stündchen oder so, keine Ahnung. Und Es ist nicht so weit weg im nee, Prinzip, ne? und dann werden wir in Ruhe auschecken und Richtung Flughafen. Das ist der Plan für heute. Das heißt, es gibt auch heute noch mal ein paar Ecken von Prag, die wir noch nicht gesehen haben. Ja, zwei, drei Vier. Bilder. Mal sehen. Kleinen Odyssee sind wir dann doch hier oben angekommen auf dem Berg und ja, hat sich noch mal gelohnt. Also gerade bei dem Wetter. Wir haben schon gesagt, eigentlich, also das hier ist so ein Park hier so um uns rum. Man sieht das jetzt so ein bisschen schlecht, aber es ist ein schöner großer Park. Und eigentlich wäre das total cool im Sommer hier zu sein, wenn es dann auch noch grün ist, richtig. Aber es ist schon so sehr schön. Ja, wir haben sowieso gesagt, also ich würde mir wünschen, noch mal im nicht diesen Sommer wahrscheinlich, aber im Sommer noch mal nach Prag zu kommen. Ja. Es gibt so unglaublich, also die Stadt ist so schön und im Sommer kann man dann auch überall draußen sitzen. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, draußen dann was zu trinken auf Booten oder in der Stadt. Und das ist im Winter jetzt einfach nicht möglich, genau. Einfach weil es schweinekalt ist. Aber das würde ich gerne nochmal machen, weil die Stadt ist wirklich schön. Auf jeden Fall. Und ich denke, auch beim zweiten Besuch haben wir noch viel zu sehen. Glaube ich auch, aber nicht dieses Jahr. Wir wollten euch noch sagen, wo wir hier überhaupt sind. Das ist Vyšehrad, heißt das hier. Eigentlich genau. Ganz in der Nähe. Es ist also hinter uns ist die Kirche, da war auch Gottesdienst. Und ganz weit hinter uns sieht man Prag, so die Burg und so. Das ist alles noch ganz weit auf der Auch ein Schloss Seite. Irgendwo. Ja. Also es heißt Castle Vyšehrad. Das haben wir noch nicht gefunden, aber das wird hier drumherum sein, ja. Die Anlage. Aber es ist mega heißer Aussicht Wetter. Auf jeden Fall. Gerade noch den schnellen Sonntagsstream gemacht und jetzt laufen wir wieder zurück zu unserem Boothel, und müssen langsam unsere Sachen packen, aber wie gesagt, es hat sich sowas von gelohnt, hier jetzt nochmal herzukommen. Ja, war ein sehr schöner Sonntagvormittag-Ausflug, genau. Nenne ich es mal, und jetzt habt ihr noch ein bisschen, könnt ihr noch mit uns auf die Rückreise gehen, sag ich mal. Genau.
Ui. Oh, wir sind fertig, wir sind müde. Wir sind total erschossen. Ja, aber wir sind angekommen und ja, es war ein echt geiles Wochenende, ein schöner Trip. Super, super schön. Aber solche Wochenenden, so schön wie sie sind, die sind auch mega anstrengend, weil man einfach sau viel unterwegs ist. Aber ich liebe sie trotzdem. Ja. Es war wieder richtig schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Und der nächste Trip kommt bestimmt, aber jetzt brauchen wir erstmal Zeit zum Erholen. Oh Gott. Der nächste Trip ist, glaube ich, in die Eifel. Oh ja, das Sommerhaus der Vlogger. Ich glaube ja. Ja, ich freue mich. Naja, gut, ich würde sagen, ich beende jetzt den Vlog hier an dieser Stelle, denn es werden sich Datenmengen über Datenmengen angehäuft haben und die wollen ja alle bearbeitet werden. Hast du ja gemerkt, wie ich nicht gesagt habe, dass ich noch schneiden muss? Das hast du sehr gut gemacht. Toll, sehr, ne? Sehr gut. Dafür muss ich dich doch wirklich loben. Männer muss man immer loben. Und ich sage tschüss, ihr Lieben. Macht ich es auch. Gut. Bis morgen. Bis demnächst. Juhu. Tschüss.